Moin Leute und willkommen auf meinem Kanal. Ich habe für euch heute wieder ein kleines Unboxing. Und zwar habe ich heute im Briefkasten das Mediabook von Mirrors, und zwar das Ganze in der Unrated-Version, bekommen. Das Mediabook ist von Studio-Kanal rausgebracht worden, ist limitiert auf 1500 Stück. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das Ganze aussieht. Wir schauen uns das Ganze jetzt gemeinsam an. Also wünsche ich euch schon mal viel Spaß. Ja, und so sieht das Mediabook aus der Nähe aus. Wir haben hier Kiefer Sutherland vorne drauf, also sein Kopf ist da vorne zu sehen. Hier unten der Schriftzug, hier zwei Disc Limited Uncut Edition. Dann haben wir hier einen Film von Alexander Aja und Unrated Version, ganz dick und fett oben drauf. Die Seite sieht dann halt so aus, ne, das Ganze von Studio-Kanal. Und hinten sieht das Ganze dann so aus. Hier kann man sehen, limitiert auf 1500 Stück. Leider hat man hier keine Limitierungszahl, also welches Exemplar man hat, ist da jetzt nicht aufgedruckt. Wir haben hier alle möglichen Informationen, ein paar harte Bilder und ein paar Informationen zum Film und Extras, auch noch jede Menge dabei. Und ja, dann würde ich sagen, packen wir das Ganze mal aus und schauen uns das Ganze genauer an, was da so drin ist. So, also ich finde den Film auch richtig geil, habe den damals sogar zweimal im Kino gesehen, habe den auch noch auf DVD allerdings nur. Und jetzt ist das Mediabook draußen auf Blu-ray, habe ich jetzt geupdatet, und zwar dann in der Unrated-Version. Ist halt ein bisschen doof, weil die Unrated ist ja nur 12 Sekunden mehr Film und ich glaube, da sind irgendwelche paar mehr Frames zu sehen oder so. Ich weiß es nicht. Ich habe da auch keinen Schnittbericht oder sowas gesehen. Ich habe nur gesehen, Mirrors in der Unrated-Version habe ich direkt bestellt, ohne da noch irgendwie was nachzuforschen. Und egal. Dafür halt ein schönes Mediabook und den Film habe ich ja nicht auf Blu-ray. So, als erstes kommt uns hier die DVD. Mit einem Bild, also das ist das normale Kinoposter, was auch auf der DVD zu sehen ist. Dann haben wir hier vorne ein schönes Bildchen, hier noch ein paar Informationen. Also der Film, der hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Es gibt sogar eine Fortsetzung, den ich allerdings nicht so toll finde. Der war wirklich sehr, sehr, ja, der war billig einfach und nicht so schön. Aber der war richtig cool, der hat mir wirklich sehr, sehr, sehr gut gefallen. Und ja, die Schauspieler waren auch top. Und ja, ein paar nette Szenen drin. Ja, wie, das war's auch schon. Okay, so viele Seiten waren es jetzt nicht. Vielleicht bin ich jetzt auch zu sehr verwöhnt von Splendid mit deren Media, mit deren dicken Mediabooks wie Sin City oder so. Oder I, Frankenstein, die haben da richtig fettes Teil. Und hier jetzt nur so ein paar Seiten. Finde ich ein bisschen mager, aber nun gut. Man hat trotzdem einiges zu lesen und ein paar Bildchen sind da auch noch mit drin. Dann haben wir hier die Unrated-Version auf Blu-ray. Hier dasselbe Bild wie hier vorne auch. Ne, nur hier guckt er ein bisschen bösartiger. So, okay, das war das Mediabook von Mirrors in der Unrated-Version. Ja, das war es auch schon von meinem Unboxing für heute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr von dieser Unrated-Version haltet. Das sind ja nur 12 Sekunden mehr Film und ich finde es ein bisschen mager, und dann bewerben die das Ganze auch nochmal hier groß mit Unrated und so. Ich weiß nicht, ich bin auf jeden Fall gespannt, ich werde mir den Film heute nochmal reinziehen und mal sehen, ob ich da die Unterschiede bemerke oder nicht. Ich weiß es nicht, ich bin auf jeden Fall gespannt und schreibt mir auf jeden Fall eure Meinung, was ihr von dieser Sache haltet. Mich würde es auf jeden Fall interessieren und dann war es das auch schon von meinem Video. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt mir gerne einen Daumen nach oben da lassen, wenn es denn so ist. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Mich würde es auf jeden Fall freuen. Und dann verabschiede ich mich auch schon für heute. Wünsche euch noch viel Spaß beim Filmschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Auf Wiedersehen. Ciao.